auch kein gutes Zeichen, wenn ein Angreifer mit seinem Trainer solche taktischen Basics nochmal durchgehen muss, mitten im Spiel. Der war völlig verkorkst. Aber nach quasi zwei Aufschlagpunkten darf er das auch mal. Da ist dann auch der Chef nicht böse. Der immer so ein bisschen verschwindet, die Hulk seiner Spieler. Sieht dann schon ein bisschen ungewöhnlich aus, wenn dann 2,11 Meter langer Markus Böhme, 2,12 Meter langer Robert Kromm neben dem 1,63 kleinen Raul Lozano steht. Aber wer zum Beispiel Polen zur Vize-Weltmeisterschaft geführt hat und das aus einem ja, doch eher Tal der Tränen, in dem man eine Weile steckte in diesem Land, das schon 76 den Olympiasieger stellte. Also wer das geschafft hat, dort zum Volksheld geworden ist, der hat bewiesen, dass er was drauf hat. Und das zeigen ja auch die Resultate der deutschen Mannschaft in diesem Jahr. Knapp draußen. Zweiter Aufschlagfehler in Folge beim deutschen Team. Langer Ball auf Jochel Schöps. Und das war die richtige Idee von Tischer, den Block auseinandergezogen. Mittelblocker schafft es nicht mehr, freie Bahn für Jochen Schöps. Drin oder aus? Die fragenden Gesichter schauen hoch zum Chinesen und der zeigt an. Aus. Ja, und das war eine korrekte Entscheidung, wie wir sehen. Ja, jetzt ein bisschen durcheinander bei Venezuela. Chance für die deutsche Mannschaft. Björn André wird gepflückt von Freddy Sedeño. Ah, gut gemacht von Sedeño. Diese Richtung hat der Björn André quasi angeboten und sie dann ganz spät zugemacht. Ari Gomez, guter Aufschlag. Und da kommt eine winzige Ungenauigkeit an die andere. Die Annahme von Björn André war sehr dicht am Netz, schwer zuzuspielen für Simon Tischer. Dann ist das Zuspielen ein Tick zu flach. Dann hat Max Günther den Ball nicht in optimaler Höhe und dann ist er aus. Ari Gomez mit dem Fehler. Das ist das, was Günter Hamel vorhin meinte. Die produzieren ganz gerne mal Eigenfehler, die Venezolaner, in dem Moment, wo es der deutschen Mannschaft wirklich gut in den Kram passt. So, und jetzt kommt Georg Rosa zu seinem heutigen Einsatz, zu seinem ersten. Geht aufs Feld, auf der Position von Simon Tischer. Und das heißt gleichzeitig, Jochen Schöps macht auf Position 1 Platz für den anderen Zuspieler, Patrick Steuerwald. Also anders als gestern, wo sie dann mit Jochen Schöps am Aufschlag weitergespielt haben, kommt diesmal gleich Steuerwald rein. Hat die Ursache, dass bei Schöps die Aufschläge bislang nicht wirklich gelaufen sind. Ja, da kann Rosa nichts draus machen. Aber nochmal die Chance. Max Günther, ein Hachinger Punkt. Mit dem Pass von Steuerwald auf Günther. Thomas Arrillo setzt sich durch. Könnte übrigens gleich noch ein Wechsel
im Mittelblock geben bei der deutschen Mannschaft. Zumindest sitzt Markus Böhme schon mal ohne Trainingsjacke auf der Bank. Und jetzt kriegt er die Tafel mit der 15 in die Hand gedrückt. Das heißt, Max Günther bekommt eine Pause. Und Markus Böhme, der Ex-Berliner, der in diesem Sommer vom SCC Berlin zum Meister VfB Friedrichshafen gewechselt ist, der bekommt jetzt Spielanteile in der Mitte. Und den kennen wir auch schon, Enderwein Herrera nimmt den Platz von Thomas Herriot ein. Und unten sitzen auch schon Soteldo, der zweite Zuspieler, und Carlos Tejeda bereits. Also wird es demnächst eventuell auch den Doppelwechsel geben bei Venezuela. Guter Einstand von Markus Böhme, dem nach Robert Kromm zweitlängsten im deutschen Nationalteam. Schraubt seine 2,11 Meter nach oben und macht den Punkt zum 16:12. Markus Böhme, ja einer von etlichen aus der Generation der Bronzemedaille bei der Junioren-Europameisterschaft 2004. Da waren auch Markus Steuerwald dabei, Max Günther, Sebastian Schwarz. Also richtig guter Jahrgang. Auch die Venezolaner ja übrigens hier mit einem Jahrgang, der mal 1999 Zweiter bei der Jugendweltmeisterschaft war, 2001 Dritter bei der Junioren-WM. Also da gehören Cedeño, Blanco und Herrero, Gomez und Tejeda dazu. Ja, mittlerweile sind diese Herren so um die 28. Das deutsche Team darf sich darüber freuen, die vier 25-Jährigen doch noch eine Weile länger zur Verfügung zu haben wahrscheinlich. Und es kommen ja schon wieder klasse Nachwuchsgenerationen nach, vielfach vom VfC Olympia Berlin. Also da muss einem gar nicht unbedingt bange sein. Und wenn das, und danach sieht es im Moment sehr aus, wenn das klappt mit der Weltliga 2010, dann wird das Team weiter reifen. Und vielleicht tatsächlich dann demnächst mal ganz oben an der Weltspitze anklopfen. Freddy Cedeño, wie gesagt, einer der Jugendvize-Weltmeister von vor 10 Jahren. Klasse Ball. Sebastian Schwarz schraubt sich im Rücken von Markus Böhme hoch. Und er hat ja ein ordentliches Kreuz, kann man sich gut hinter verstecken. Ausschlag für Markus Böhme, der Sprungaufschlagverbot hat. Raul Lozano hat gesagt, du bist mir dazu unsicher, mein lieber Kandidat, bei den Sprungaufschlägen. Die sind gewaltig, wenn Markus Böhme die also volle Kanne trifft und optimal trifft. Aber es sind ein paar Fehler zu viel noch dabei im Training, und deswegen sagt Raul Lozano erstmal rüber die Kugel.